Und damit willkommen zurück. Nochmal offiziell. Zu einem neuen Part. Zu einer neuen Aufnahme, zu einem neuen Stream. Gleich geht's zur Sache hier. Pumpkin Jack. Im letzten Level, nicht in der letzten Welt, wenn ich das richtig sehe. Das richtig im Kopf habe. Hier. So, alle Gegner besiegt, jetzt können wir den Schädel hier holen. Sehr schön. Jetzt hier mal ein bisschen Ruhe hier. Ja, wir sind hier im letzten Part schon angekommen. In einer Art Weihnachtswunderwelt. Wir müssen hier den Weihnachtsmann besiegen. Okay. Schneemänner und Weihnachtsmänner. Und da lebende Weihnachtsbäume. Die werden uns auch gleich wieder angreifen. Sind sogar ziemlich OP. Jo. Hier noch ein paar Weihnachtsmänner. Schneemänner. Zerstören. Schneemänner. So, na dann werden wir wohl mal müssen. Ach, wieder dieser. Hier, machen wir wieder hier. Den liegenden Weihnachtsbäume. Ziemlich heftig angreifen. Da bin ich schon mehrfach Game Over gegangen bei denen. Krähenschnabel. Ich sehe, bist du stets bemüht, aber dein Arbeitsverhalten ist noch zu wünschen übrig. Wie du meinst. Ah, da gibt's noch einen Krähenschnabel. Muss man übers Wasser springen. Auf die Eisschollen drauf. Winterweihnachtslandschaft ermöglicht das, übers Wasser springen. Man weiß, wo die Steine liegen, in die Eisschollen. So, und der Magier hat uns hier wunderhübsche Brücken hinterlassen. Ich möchte ja ungern ausfallend werden, aber der letzten Gäste nicht erwünscht. Da habe ich mich ein bisschen verschluckt. Ja. Der Magier, der versucht uns schon anzugreifen. Zauberer. Das wird unser Endboss sein. In diesem Level wahrscheinlich auch der letzte Gegner. Da können wir nicht hoch. Schade. Unsichtbare Wand. Gut, dann müssen wir wohl weiter hier. Blau ist die Brücke. Der Zauberer ist bald Vogelfutter. Sind wir gleich schon da oder was? Sprecherpunkt. Mal schauen, wie lange wir hier noch brauchen bis zum Endboss. Und wie lange wir mit dem Endboss dann noch brauchen. Modi meinte, ich brauche da 3-4 Streams für. So anstrengend ist der. Meine bisherigen Gegner waren jetzt nicht so intensiv. Also beim zweiten Gegner hatte ich schon so meine Mühe und Not, aber ja, ist halb so wild. Kam ich schon irgendwie zurecht, haben wir dann nach einer halben Stunde Kampf haben wir den dann meistens doch noch besiegt. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier läuft. Mit dem Endgegner, mit dem Großen. Das waren ja alles nur Zwischengegner. Wie das jetzt mit dem letzten großen Boss, mit dem Zauberer noch läuft. Hier müssen Brand. Ein Brand verursachen. Oh, und hier haben wir einen Fortnite-Tanz. Alles klar. Ein Grammophon entdeckt. Haben wir ja erst zwei im ganzen Spiel. Das eine anderen ist noch nichts geworden. Haben wir noch nicht entdeckt, die anderen. So, jetzt aber mal darüber.
Sekunde oder bestimmt noch ein paar Punkte abgreifen. So, dich mal umstellen. Ja, ist vielleicht besser. Ein bisschen Krähenschnabel oder was? Ein paar Schneemänner zum Ausschlachten. Und einen Brand zu legen. Was passiert hier, wenn ich da... Aha, okay. Da können wir noch nicht drüber oder was? Doch, können wir. Das hat auch noch zerstören. Dann die Ratten. So, jetzt hier. Jetzt können wir darüber, da band schon einen Baum. Aha, okay. Aber was nun? Hier tut sich ein kleines Rätsel auf. Da müssen wir dort rüber. Okay, der wechselt nur hier zwischen. Aha. Und der jetzt hier zwischen. Vielleicht kommen wir da dann rüber. Oder nicht? Ich fürchte nein. Dachte es mir. Ich wollte es nur ausprobieren. Ich verliere den Überblick. Naja, Speicherpunkt. Okay, hier nochmal von vorn. Ja, der macht da drüben hin. So. Du musst wohl einen anderen Weg finden, Jack. Schade, dass du nicht fliegen kannst. Tja, sehr schade. Das Grammophon haben wir ja schon gefunden. Das müssen wir nicht nochmal holen. Oder wie? Oder was? So. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Da müssen wir lang. Wir müssen irgendwie hinkriegen, dass dort ein in der Strahlen dorthin läuft. So, da rechts lang können. Das ist jetzt noch un... Okay. Verstehe nicht. Ach so, okay, der leuchtet jetzt dort. Interessant. Dann brauchen wir nur dort ein und... Ratten gesehen. Sehr gut. Hin. Warum nicht? Jetzt brauche ich noch einen, der mich darüber führt. Genau so. Jetzt müsste ich da noch erstmal rüberkommen. Das ist doch schon mal super. Schneemänner noch abprügeln. So, wollen wir darüber? Ja, das ist bestimmt ein Krähenschnabel. Wir müssen auch darüber. Da geht es dann wahrscheinlich weiter. Aber erstmal hier entlang. Ist ja schön. Hier brennt gleich das ganze Ding. So schnell hoch hier.
Nein. Was ist das für ein Krähenstapel? So. Hier gab es einen kleinen Krähenstapel. Guten Abend. Guten Abend, Modi. Modi Medizin-Chat. So, wie kriege ich den Scheiß jetzt an? Da muss jetzt rüber. Ich vermute mal der da drüben. Oder der. Nee, der nicht. Der dort. Nee, und die auch nicht. Aber der macht die Brücke zu dem dort. Nicht den jetzt dort, der macht die Brücke zu dem dort. Ach du Scheiße. Und den jetzt umleiten. Das sieht doch gut aus. Jetzt hier zurück. Der ganze Turm brennt schon. Hübsch. Sieht hier entlang. Sieht doch richtig aus. Uff, das war ja ein ganz schöner Kopfzerbrecher. Gut gemacht, Jack. Immer weiter so. Ja, gut, das. Mit ein bisschen Intelligenz hat man das schon hingekriegt. Das geht schon. Kann man schaffen. Hier kein Krähenschnabel. Da bestimmt ein Krähenschnabel oben drauf. Kommt er nicht hoch. Sehr schade. Knipsen. Laternen ausmachen. Gibt's hier eine Seilrutsche. Yay. Hui. Den Steg in Brand setzen, wie es sein muss. Den Speicherpunkt in Brand setzen. Oh, der schon wieder. Na toll. Ah, wenn das nicht Jack ist. Mein schlimmster Kunde aller Zeiten. Oh toll, du schon wieder. Lass mich raten, du brauchst meine Hilfe, willst aber nicht dafür zahlen. Und wenn ich dich nicht auf die andere Seite bringe, wirst du mich mit Betonschuhen im Wasser versenken. Du kennst mich wirklich zu gut, mein Freund. Ich wusste es. Nun, dann steig ein. Du hast doch gar keine Füße. Verrat was sie mal nicht. Shotgun ist am besten für die Fähre. Nö. Ich will mein magisches Schwert. Na komm, los geht's. Let's go. Als einsteigen. Die Shotgun mag ich nicht. Die bleibt weg. Haltet euch gut fest. Was soll denn auf der Fähre Shotgun? Gut sein. Oha. Umsteigen, wie während sich's dreht. Wozu brauchst du denn hier eine Shotgun? Modi. Die machen ja hier gar keinen Schaden, die Kollegen. Krieg ich mit dem Schwert so abgeleitet. Geweicht. Halt dich gut fest. Und springen kann ich auch ohne Shotgun. Bisher ohne Shotgun, super. Ich behalte das Schwert. Ja, sehr gut. Einmal ins Wasser gesprungen. Jetzt könnt ihr auch die Shotgun nehmen, das tut hier wirklich nichts zur Sache. Ich behalte hier erstmal das Schwert, weil tut hier wirklich nichts zur Sache. Bei so einer Fahrt ist dann die Gegner, die kriegst den Jäger metzelt mit dem Schwert. Das ist gar keine Ursache. Wirklich gar nicht. Auf der Fähre kommst du fast ohne Waffe da, Waffe zurecht. Das sind ja kein ernstzunehmende Gegner hier.
wirklich. Null Schaden. Zieh mal rüber. Hält dich gut fest. Ach, hier schon wieder. Na toll. Oh, Kacke. Hier müssen wir hoch. Dann kriegt die Kiste halt auch so. Muss halt einfach nur mal ran. Dann ende ich weg. So. Wird Zeit von Bots zu gehen. Hier werden wir wieder attackiert. Nein! Verdammt. Ich habe nicht aufgepasst. Bin ich nicht von der Fähre gesprungen. Achso. Guter Save Point. Zu früh. Gerade so gerettet. Kann man ein bisschen ransetzen im Wasser. Sind ja auch kein Hindernis hier. Ach du Scheiße. Zeit von Bots zu gehen. Ja, der Spaß ist hier ganz besonders lustig. Warum soll ich denn da noch für Geld bezahlen? Für die unsanfte Fahrt hier. Wenn er wenigstens gut fahren wird hier. So, oh, übersteigen. Treffer kann ich ab hier. Ist kein Problem. Jetzt muss man aufpassen, dass ich nicht wieder gleich aussteigen muss. Na komm. Nervig sind die, aber Schaden machen die nicht wirklich. Nervig, aber nicht schädlich. Spiel wird gespeichert. Achtung, Mauer. Wirst du einen anderen Weg nehmen müssen. Fährt einfach durch. So, ich komme hier hinterher. Halt euch gut fest. Okay. Soll ich gleich mal aufsteigen? Jo. Hier geht's in der Reise zu Ende. Du bist zwar der geizige Jack, aber eben auch unsere letzte Hoffnung. Du sagst es. Und aussteigen. Haben wir es überlebt. Ohne Shotgun. Das macht er nur, weil du so geizig bist. Wenn du zahlst, gibt's einen Fensterplatz und gratis Rotwein. Natürlich. Natürlich doch. Jemand gespeichert. Die blöden Schneemänner hier sind aus Minecraft drüber gekommen. Die Schneemänner deportierten in Minecraft. Sind ja in Minecraft diese Schneemänner mit den Kürbisköpfen. Zum Leben erwachen. Zum Glück haben wir ja gespeichert. Der scheiß Kürbiskopf von die Scheiß. Die Tannenbäume hier. Nein, Fresse. Von allen Seiten hier attackiert. Da nehme ich ordentlich viel Schaden. Bei den Tannenbäumen und bei den Schneemännern. Ordentlich scheiße. Soll ich mal speichern? Speichern.
Hier geht's lang. So viele Soldaten hier, Jack. Wird mal wieder Zeit für einen richtigen Kracher. So sieht's aus. Die Soldaten sind zurück. Die scheiß Sniper. Ich muss hier durch mal die Sniper ausschalten, bevor ich weiter kann. Sniper ausgeschaltet. Den großen Sniper, den können wir sowieso erst, wenn wir da sind, ausschalten. Steht da oben auf dem Turm. Verdammt. Das ist jetzt blöd. Versteck mich hinterm Turm. Und weiter hier. Das überlebe ich nicht. Ganz genau. Ja, gut. Alle guten Dinge sind drei. Das ist erst der zweite Versuch. Da muss ich lang, da ist die richtige Richtung. So viele Soldaten hier. Das beeindruckt mich wenig. So, jetzt die Sniper ausschalten. Ach komm. Als ob. Hehe, schön daneben. Die ersten Treffer. Na komm hier. Den Kollegen noch. Dann kann ich gegen die Soldaten kämpfen. Die beiden Sniper mich hier nicht nerven. Der große Sniper, der wird mich immer nerven, aber... So. Ach, lass mich doch gut. Lass mich doch in Frieden. Lass mich in Ruhe. Oh tja. Nein. Ungut. Da fällt er noch ins Wasser. Skandalös. Skandalös. So viele Soldaten. Ich überlebe das hier wieder nicht. Ich brauche eine bessere Taktik. Und Heilung ab und zu mal. Dreckige Soldaten. So schaffe ich es nie ans Ziel. Heilung. Nein. Es wird doch wieder nichts. Ausweichen. Der hat mich doch gleich mit einem Schlag. Brauche Heilung ganz dringend. Sieht scheiße aus. Jetzt kommen gleich die Soldaten wieder. Ich kenn's doch. Heimweg haben wir schon. Ausweichen. Der hat mich gleich. Oh nein, 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 nein. Na komm rein damit. Ach,
Dreck. So nah am Ziel. Da muss man ein bisschen taktieren. Es geht ja gut von dem los. So viel dazu. Meine Fresse. Hey, Sniper auf einmal sind kacke. Ach. Ja gut, das muss sowieso nochmal. Das hatte ich schon verloren. Gut, das zieht sich jetzt hier noch ein bisschen. Ich sollte vielleicht wirklich erstmal die Sniper ausschalten. Die beiden Sniper sind vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich die ausschalte. Die scheiß einfachen Soldaten hier. Ja, ohne aber auch rein hier. Aufgeräumt. Verdammt. Nein, nein, nein. Erst ausweichen, dann gegen Soldaten kämpfen, dann schieben. Bleibt fast keine Zeit mehr. Aber nur so überlebe ich. Zeit fürs Schieben. Dies ist das Problem. Es dauert sehr, sehr lange, bis ich ankomme. Müssen wir uns Zeit lassen. Meine Fresse. Jetzt wollte ich ein bisschen schießen. Nein! Ach. Gruß an den Nachbarn. Welch ein Schmach. Nein. Ich mach euch alle. Nicht alles auf einmal. Jetzt hier auch mal ein Band ausgelöst. Och, leck mich doch am Arsch. Versteck dich. Meine Fresse, wie so hier. Wir sind tot. So wenig KP, wie ich hier habe. Es wird doch nichts mehr. Hast du keine Soldaten mehr oder was? Wie sieht's aus? Wenn man vom Teufel spricht. Nein! Ich brauche Heilung. Und ausweichen, und ausweichen, und ausweichen. Ah, scheiße. Ausweichen zurück, Rückzug. Ach, das ist ein scheiß Soldat. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Verdammt. Ich Na komm, jetzt rein damit. Attacke. Kabum. Der ist noch da. Nein, jetzt nicht sterben.
So meine Fresse. Es war eine schwere Geburt. So, Speicherpunkt. Irgendwie ist die Luft heute salziger als üblich. Streamst du ihn zufällig an, heute an der Ostsee? Nee, stream nicht an der Ostsee. Ich bin in Sachsen. Im wunderschönen Leipzig.